Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt New World Aeternum. Ja, bevor ihr euch jetzt denkt, oh nein, es ist ein MMORPG. Ja, für Leute, die länger schon hier auf meinem Kanal sind, lasst mich erklären, denn es spricht auch Souls-Veteranen bzw. Souls-Spieler an. Und auch Leute, die noch nie etwas mit MMORPGs am Hut hatten, denn es ist unfassbar einsteigerfreundlich. Aber wir gehen alles am Anfang gemeinsam durch. Wenn es euch anspricht oder demnach, könnt ihr mir gerne Kommentare da lassen. Das würde mich sehr freuen, denn ich würde das sehr gerne zum nächsten großen Ding auf meinem Kanal machen. Ja, weil in absehbarer Zeit kommt ja jetzt nicht so viel Neues, was Souls-mäßig angeht. Und hiermit wäre ich eine ganze Zeit lang beschäftigt und versorgt. Und ja, wenn es denn mal richtig läuft, dann würde ich das auch mal mit meinen Spezies hier zusammenspielen. Also, wie immer, wenn es euch gefällt, lasst mir doch gerne einen Daumen da, kommentiert gerne, ihr könnt auch abonnieren und dann hätten wir das ganze Etikettiere durch. Lasst uns anfangen. Anfangs dachte ich auch erst, es ist wieder so ein 0815 MMORPG. Vorweg, ich hatte schon Elder Scrolls Online gespielt, also ich kenne mich etwas damit aus. Blinden spielen oder spielen wir eingeschränkt Sicht einen Kommentar zum Spielbeginn? Ach so, nein. Ja, Anfälle habe ich manchmal, aber die sind anderer Natur. Passt schon. Ja. Nehmt meine Seele und mein Erstgeborenes. Jetzt erstellen wir uns einen neuen Charakter. Ich fand die Story ziemlich cool. Es ist anfangs sehr unverbraucht, denn es geht hauptsächlich um die spanische beziehungsweise das Thema spanische Inquisition. Es werden viele Themen der echten Welt aufgegriffen, also storytechnisch einigermaßen. Und ich sag vorweg, ich bin kein Experte in dem Spiel, also bevor dann jemand kommt, hier, du erzählst ja nur Müll und ich bin schon 10 Trilliarden 30 Stunden im Spiel drin und bla bla bla. Nö. Hier spricht jemand, der Witcher abgebrochen hat, weil es ihm zu kompliziert war. Und nein, ich möchte jetzt nicht über Witcher reden. Gut, erstellen wir uns einen neuen Charakter. Jo. Das gefällt mir nicht. Mit seltsamen Leuten an Bord. Zu einer unbekannten Insel. Sei doch nicht so laut, sonst hört dich sicher noch der Captain. Der Captain macht mir keine Sorge. Aber der Priester. Wenn der ein Mann Gottes ist, bin ich die heilige Jungfrau. Bald wirst du finden, was du suchst, Captain. Das ist tatsächlich die legendäre Insel. Angeblich. Wenn du dich irrst, begleichst du die Überfahrtskosten mit Blut. Mit deinem und dem dieser Vagabunden, die dir folgen. Sie suchen nur das Abenteuer, Captain. Die Insel ruft jene, die ihr Glück selbst in die Hand nehmen. Und hier wären wir bei der Charaktererstellung. Ja, es gibt, wie ihr sehen könnt, 7 unterschiedliche Klassen. Am Anfang würde ich sagen, nehmt das, was ihr gerne spielen möchtet. Also wir hätten hier, würde ich mal meinen, für den geneigten Soul-Spieler Schild und Schwert. Wir hätten Großhammer oder eine Großaxt, wie ihr im Hintergrund seht. Wir hätten den klassischen Bogenspieler, beziehungsweise der sich am Kopf kratzt hier da hinten. Ja, dann Musketier mit Degen und natürlich einer Muskete. Einen Magier,
also besser gesagt den Okkultisten, den Mystiker, ich würde ihn wohl eher so in Richtung Druide einschätzen, und den Schwertträger, um den geneigten Berserk-Spieler unter euch zu befriedigen. Den habe ich übrigens mit meinem ersten Charakter genommen, hatte sehr viel Spaß damit. Ja, dann habt ihr unten noch drei so Felder. Das beeinträchtigt, also diese Klasse hat Bonus-Stats vom Anfang an auf diesen drei Werten. Sagen wir, beim Schwertträger ist es dann Lederverarbeitung, das Angeln und die Kochkunst. Das kommt erst später zum Tragen, das könnt ihr jetzt zum Spielbeginn erstmal vernachlässigen. Ihr könnt natürlich schon mal etwas Augenmerk drauf legen, wenn ihr sagt, ey, ich habe im Spiel sowas von Hardbox, später Tieren die Haut vom Leib zu ziehen, dann der hat Bonus-Stats von Anfang an. Ich würde aber sagen, wenn wir hier anfangen, dann fangen wir ganz klassisch, um auch dieses Klientel unter euch anzusprechen, mit Schild und Schwert an. Ihr könnt das jederzeit dann noch ändern, wie ihr möchtet. Aber ich nehme das halt jetzt mal, denn dann, ja, hoffe ich, spreche ich die meisten an. Und wie gesagt, es würde mir wirklich viel bedeuten, wenn ihr dem Spiel eine Chance geben würdet, denn es kommt aktuell nicht so viel raus und nun, wenn man eh nichts zu tun hat, dann ist doch das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Noch wichtige Notizen, ja, es ist voll Crossplay, es ist auf Deutsch durchsynchronisiert, wenn man es auf Englisch will, dann stellt es einfach auf Englisch. Was habe ich noch vergessen? Keine Ahnung, das war soweit das Technische. Also, wir nehmen den Soldaten, der hat am Anfang Bonus-Skills in Schmelzen, dann in Bergbau und in die Waffenschmiedekunst. Den nehmen wir. Körperbau, nun, man kann sich's ja wohl denken. Wir werden wieder... Oh, hübschi. Frisur finde ich gar nicht mal so hässlich. Können wir lassen. Nur, ich hätte ganz gerne hier... Wir kennen es doch. Ja, wie wär's? Ja, das ist doch schick. Die hässliche Narbe nehmen wir noch weg. Jeder Charaktereditor bietet mehr als genug Optionen. Ich hätte gern ein bisschen mehr Weißbrot. Geht das? Dankeschön. Ah, perfekto. Augenfarbe, ein bisschen mehr stechendes Grün. Passt. Okay, dann sind wir sogar schon fertig. Ich werde euch jetzt nicht weiter nötigen. Wir haben sogar Sommersprossen. Nice. Ja. Es gibt mehr als genug Details hier. Ihr könnt euch, keine Ahnung, Scharlach hinhusten. Ihr könnt Narben ins Gesicht flatschen. Ihr habt mehr als genug Tattoos. Tattoos sind übrigens mit Schminke kombiniert. Mein Tattoo hier ist quasi Perma-Tattoo, Schminke, Gedönse. Aber ich finde es ganz okay so. Dann Gesichter seht ihr auch. Habt ihr mehr als genug. Und ja. Aktuell gibt es als Rasse nur Mensch. Ich weiß nicht, ob sich das in Zukunft noch ändern wird. Aber... soll mir recht sein. Es ist, wie gesagt, wirklich sehr einfach für ein MMORPG. Ihr werdet ihn nicht erschlagen. Wenn ihr mit Remnant schon etwas Erfahrung habt, werdet ihr euch sogar etwas leichter tun mit dem ganzen Skillsystem. Ja, wie nennen wir sie denn? Na ganz klar. Es gibt doch nur eine. Ich hoffe, die ist noch nicht vergeben. Schade. Moment. Jackpot. Nehmen wir. Ich kann die Welt wechseln. Ah ja, das ist übrigens sehr zu empfehlen. Wenn ich richtig weiß, ist Aru, das hier oben, geht auf Aru, wenn ihr könnt. Denn Aru ist ein deutscher Server, wenn ich noch richtig informiert bin. Dann werden wir die Welt wechseln. Wir sind jetzt auf Aru. Das ist halt einfach, wenn ihr mal online mit Random spielen wollt oder einfach nur lustige Namen lesen wie Herr Keks oder keine Ahnung sowas. Das ist ja auch mal ganz nett. Na gut. Was ich hier mag, ist, die Animationen sind deutlich flüssiger als in ESO. Es wirkt alles nicht so hölzern. Wobei man da jetzt auch sagen muss, ESO ist ja auch schon ein paar Tage alt. Also, ja. ESO, Elder Scrolls Online. Nur für die Info. Ja. Ansonsten, ich bin wirklich begeistert. Ich habe in letzter Zeit sehr viele Spielstunden da verbracht. Und wenn ihr Grundwissen aus einigen anderen Spielen, also wirklich nur das absolute Base-Wissen habt, kommt ihr ohne Probleme zurecht. Du hast gelogen, Priester. Ich habe dich vor der beschwerlichen Reise gewarnt.
Aber du hast verschwiegen, dass wir durchs Tor der Hölle segeln würden. Die Hölle ist für deinesgleichen unvermeidbar. Elvis Thorpe. Die Insel hat so viel mehr zu bieten als Gold. Erlösung. Für mich. Und vielleicht auch für dich. Fürchte den Sturm nicht, Captain. Glaube wird uns bewahren. Ja, also ich muss sagen, storytechnisch, mir gefällt es einfach, weil es so schön unverbraucht ist. Hier kommt ein schickes dynamisches Tutorial. Ihr werdet hier angewiesen, welche Knöpfe ihr drücken müsst. L2 für Blocken, R2 für einen Angriff. Und dann geht's sogar schon los. Hier Kreis für Ausweichen. Umso leichter eure Rüstung, umso schneller eure Ausweichrolle. Also wenn ihr das Dark Souls Gefühl haben wollt, müsst ihr einfach ein bisschen leichter ausgerüstet sein. Ja, schweren Angriff R2 gedrückt halten, wie in einem Souls-Spiel. Anvisieren mit Stick reindrücken. Nachdem wir jetzt hier Chip und Chap erschlagen haben, geht's direkt weiter. Und wie wir gesehen haben, wurde Captain Thorpe, wir können ihn auch aus Annehmlichkeitsgründen gerne Captain Torpedo nennen, weil wird ja fast so geschrieben. Ah ja, ist Captain Torpedo den finsteren Machenschaften wohl erliegen. Ja, das ist nicht so geil. Jetzt seht ihr gleich den Grund, wo ich mir dachte, okay, das Spiel sieht toll aus. Soweit so gut, wir kennen es ja hier, irgendwas Schiffunglück, alles brennt, bla bla. Aber... Hier bekommt das Spiel echt eine wunderschöne Grafik. Und ja, mir ist es bewusst, dass es schon etwas auf die Düsseltage auf dem Buckel hat. Aber es ist neu auf Konsole und ja, es sieht schick aus.
Es sieht wirklich schick aus und es hat riesige Sprünge gemacht seit dem Release auf PC, denn ich habe da einiges gehört und auf PC war es wohl wirklich nicht so fesch. Dann kommen wir zum Loot-System. Das ist auch ziemlich einfach. Irgendjemand von euch vertraut mit Diablo? Ich hoffe. Wenn nicht, Loot ist in unterschiedlichen Farben eingeteilt. Also wir haben hier Weiß, das ist das Schlechteste, Grün, das Nächstbeste, dann Blau, dann Orange und dann Rot. Ich weiß nicht, ob es... Nee, doch, Lila kommt noch dazwischen. Lila kommt auch noch dazwischen. Also Weiß, Grün, Blau, Lila, Orange, Rot. Das hier ist also Ankommen. Wir equippen das. Wir haben ein Schwert in der Haupthand. Wir rüsten uns einen Schild aus. Und auf die Zweithand noch ein Beil. Wenn ihr jetzt zu den Spielern gehört, die sich denken, oh Gott, so viel Schrott zum Lesen, ich habe überhaupt keinen Bock und... Oh. Zadere nicht, denn du kannst das auch größtenteils alles ignorieren. Du siehst unter dem Icon des Schwertes, ne? Da ist so diese Raute mit dem Pfeil nach oben, daneben steht eine große 75. Equip einfach immer das, wo eine größere Zahl steht. Tut's genauso gut. Einen Helm lasse ich jetzt mal ab, weil wir haben jetzt hier nicht so ein hübsches Mädel, dass wir dann jetzt das Gesicht verschandeln mit einem Helm. Kann man übrigens auch ausblenden. Kann ich euch mal eben zeigen? Kann man das hier im Tutorial machen? Nein, noch nicht. Man kann es ausblenden. Das geht dann nachher ganz einfach. Und wir haben halt jetzt etwas Belastung. Seht ihr, dann können wir keine Ausweichrolle mehr machen, sondern halt dieses Stolpern. Wir kennen es. Die meisten von uns dürften es kennen. Ja, und ich finde es immer noch echt wunderschön gemacht. Für den Anfang, es sieht fantastisch aus. Es spielt sich zackig, es spielt sich nicht träge. Also für ein MMORPG, ein Action-RPG würde ich schon fast sagen, ist es wirklich echt nice. Dann kommen wir jetzt zum Level-System. Wir gehen alles gemeinsam durch, damit ihr es auch versteht. Jetzt haben wir gerade unsere Waffe gelevelt, ja? Dann suchst du dir hier aus, welche Waffe du führst. In unserem Fall gerade Schwert und Schild. Das klicken wir an. Wir haben einen Skillpunkt. Der Schwertmeisterbaum, das ist unterteilt hier. Das hier ist der Schwertmeisterbaum, das ist der Verteidigerbaum. Defensiv, offensiv. Wir gehen auf offensiv und nehmen den Schwertwirbel. Akzeptieren. Fähigkeit equipped. Jetzt kommt der Moment, wo sich Remnant-Spieler leichter tun. Wie nutze ich die Fähigkeit? L1 oder LB gedrückt lassen. Beziehungsweise bei diesem Angriff braucht ihr es nicht. Bei anderen kommen dann noch dazu, dann müsst ihr es gedrückt lassen. Hier langt einfach nur antippen. Da wird der Angriff ausgeführt. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel heilen wollt, gedrückt lassen, seht ihr, ich versuche meinen Schatten zu gehen. Jetzt lasse ich gedrückt, jetzt seht ihr unten links, X und Kreis werden dicker und leuchten auf. Dann drückt ihr meinetwegen X und dann heilt ihr euch, wenn ihr den Heiltrank equipped habt. Und so weiter. Es ist ähnlich wie Skills einsetzen in Remnant. Da, ja, also ich brauchte 2 Stunden und ich hatte die Steuerung richtig drin. Ich finde, es sieht immer noch, also ich kann mich nur immer wieder wiederholen, ich weiß, aber es sieht toll aus. Und nein, ich werde dafür nicht bezahlt, ich finde das Spiel tatsächlich geil. Hier haben wir Heiltränke, equippen wir, haben wir jetzt auf unseren Beutelslot. Und wie gesagt, wir lassen dann einfach L1 gedrückt. Jetzt würde ich X dann drücken und kann mich heilen, was ich gerade nicht möchte. Und da hinten sind irgendwelche Viecher auf der kleinen Insel. Man kann auch springen. Man kann klettern. Ja. Man kann den Pfosten hier, das Schwert in die Rippe donnern. Waffen wechselt man auf Dreieck. Dann haben wir jetzt hier das Beil, wie ihr seht. Also nochmal hier. Ja, und so läuft das. Eigentlich wirklich einfach. Und es spielt sich wunderschön flüssig. Also ich habe schon störrischere Spiele gespielt. Ich würde auch sagen, mit dem Loot-System, wenn man schon mal Darksiders 2 gespielt hat, tut man sich auch deutlich leichter. Wir sind gerade nochmal aufgelevelt, also gucken wir hier Schwert und Schild. Jetzt können wir uns einen passiven Bonus holen.
Wir werden vermutlich gleich den ersten nehmen hier. Erfolgreiche schwere Angriffe verleihen dir für 5 Sekunden 30% Ermächtigung. Ermächtigung erhöht den Schaden. Das hört sich doch fantastisch an. Das nehmen wir. Ja. Dann seht ihr unten, noch zur Erklärung, unterhalb meines Charakters einen gelben Balken, der in 4 Segmente unterteilt ist. Das ist unsere Ausdauer, wie ihr seht. Der rote Balken, ganz klar Lebensenergie. Und der gräuliche Balken darunter mit der 1 in der Mitte ist unsere Erfahrung. Hi, Hirsch. Was mir hier besonders gut gefällt, ist einfach dieses Einfache. Du wirst hier in dem HUD hier, also diese Einblendungen, dein Menü unten, du wirst nicht erschlagen. Da kennen manche von euch bestimmt auch viel, viel Schlimmeres. Ich als Diablo-Spieler muss sogar sagen, ja, da geht einiges mehr und das hier ist schon sehr human. Und da wären wir. Und was mir hier besonders wichtig wäre noch, das Spiel ist halt vital und am Leben und das kann noch eine ganze Kante weitergehen. Da kommen noch Seasons, da kommen noch Erweiterungen, da kommt noch allerhand dazu. Und ich kann da so viel Content dazu machen, also ich hätte schon Lust. Habt ihr auch Lust? Und es sieht toll aus. Hatte ich das schon erwähnt, dass es gut ausschaut? So viel zu gut ausschauen. Und da hätten wir schon schlechtes Wetter. Hopp. Oh. Bye, Hirsch. Man, wie gesagt, man kann Crossplay spielen, man kann in Gruppen spielen, also man kann alles, nahezu fast alles Koop zusammen machen, außer ganz kleine Abschnitte, die halt storybezogen sind. Normale Quests kann man, soweit ich weiß, alles zusammenspielen. Es gibt Gilden, es gibt PvP, es gibt eigentlich alles, was man braucht. Und alles im relativ simpel gehaltenen Rahmen. Das ist sogar ein RPG-Legastheniker, wie ich versteht. Und da ist Captain Torpedo. Er legt seinen Helm ab. Menacingly. Und da ist die Schale wieder drauf und die Augen sind rot. Klischee erfüllt. Hat einen Kratos-Move geklaut und holy shit, ist das Schwert geil. Ich dich eben zu Tode, weil dann bekomme ich nämlich einen Damage Boost. Einmal Heavy, einmal das hier. Dein Segen durchströmt mich. Der ewige Ruhm ist uns sicher. Ja, ja. Ah, jämmerlich. Du klingst wie jemand, den gerne die Rosette brennt. Hm. So, füllen wir mal einen Trank nach. Hier lang stupides Drauftrommeln. Das wär's. Thank you.
Schon bald mir. Nochmal kurz eine Ladepause, und wenn sich jemand fragt, bisher hatte ich eigentlich nur äußerst positive Vorkommnisse, was online angeht. Also die Leute sind in der Regel ziemlich nett in Instanzen, wirst du nicht zur Sau gemacht wie in manch anderem RPG. Das kann passieren, wenn du eine Instanz das erste Mal läufst und du weißt nicht, wo es lang geht. Dann kann schon mal passieren, dass dich Leute im Chat anpöbeln. Das hatte ich bisher nicht. Tatsächlich war es sogar so, dass Leute zurückkamen und haben sich die Zeit genommen, haben auf dich gewartet, sind sogar mit dem Schild daneben dir hergelaufen und haben gegenseitig auf sich aufgepasst. Das ist selten heutzutage. Was? Vom Tod zurück und auch noch mit Seele. Gar nicht schlecht. Und ich habe schon einiges gesehen. Ich habe sogar schon einen Typen gesehen, der seinen Charakter zusammengestellt hat, dass er aussah wie Super Mario. Ja. Okay, dann wären wir hier am Anfangsstrand. Wir haben das Tutorial größtenteils abgeschlossen. Ich würde allerdings hier gerne den Part für heute erstmal beenden. Was meint ihr? Hättet ihr Bock auf mehr? Ich auf jeden Fall, weil, ja, wäre doch nice. Es ist dem allgemeinen Content auf meinem Kanal ziemlich ähnlich. Es ist langlebig und ich hätte schon Interesse dran. Wie sieht's aus? Hättet ihr auch Lust auf das Abenteuer? Hättet ihr Bock? Möchtet ihr gerne mehr sehen? Lasst mir es doch gerne in den Kommentaren als Wissen da. Ja? Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part, wenn ihr noch Bock habt. Und ja, Dankeschön. Dankeschön für eure Zeit. Wir sehen uns, ja? Bleibt gesund. Bis denn dann. Tschüss.